Ja, Oma, du willst gar nicht wissen, wie es letztes Mal gelaufen ist. Ja. Also, da haben wir, glaube ich, 20 Kleider anprobiert. Und ich glaube, heute werden es so 2 Stangen. Meine Lieben! Was geht ab, Team Harrison? Schön, dass ihr wieder dabei seid! Heute mal wieder zu dritt! Jetzt haben wir die letzten Videos immer einzeln anmoderiert, gell? Stimmt. Nicht aber nicht alleine Mia. Mia und ich haben heute wieder einen Tag für uns. Ja, aber im Gegensatz zum letzten Mal nehme ich heute die Kamera mit, denn es steht ein ganz, ganz besonderer Termin an. Ich gehe nämlich heute zur zweiten Brautkleidanprobe. Also ich werde nochmal die Brautkleider anprobieren, vielleicht auch noch ein paar andere und dann einfach zu wissen, wie fühlt sich das an und sind es die richtigen Kleider, muss ich noch weiter gucken. Ich will es heute halt einfach nochmal ganz genau einfach alles unter die Lupe nehmen. Also ein sehr, sehr besonderer und wichtiger Tag für mich und es wird noch verrückter, denn heute wird auch noch mein Probe-Make-up für die Hochzeit gemacht. Also wir werden verschiedene Looks schminken, verschiedene Haare ausprobieren und auch mit der Make-up-Artistin, die ich vorhabe, dass sie mich an der Hochzeit einfach schminkt, dass wir so ein bisschen ein Gefühl füreinander bekommen und einfach gucken, ob wir zusammenpassen. Und das finde ich immer ganz, ganz arg wichtig und deswegen wird heute eigentlich wieder ein ganz großer Schritt Richtung Hochzeit gemacht und das fühlt sich ganz toll an. Dun, 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 dun. Ja, überall hängen noch die Ballons vom Valentinstag. Aber ich werde sie heute entfernen. Nein, Schatz. Wenn ich nach Hause komme und die Luftballons weg sind, bin ich böse. Ich habe gesagt, er darf pro Tag einen wegmachen und ich glaube, das sind... Warte, das hast du vor 4 Tagen gesagt. Sind 50. Schatz. Warum machst du das? Eins, zwei, drei, vier. Oh. Schatz, ich finde das echt nicht so cool, ey. Die hast du mir mit Liebe geschenkt und jetzt machst du sie kaputt. Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Was geht ab, Team Harrison? Was macht der Papa schon wieder? Schämst du dich? Das sollst du noch nicht machen, Maus. Wenn sich jetzt übrigens einige schon gefragt haben, warum ich jetzt nochmal neue Kleider anprobiere, obwohl ich mich schon entschieden habe. Ich muss dazu sagen, ich bin so ein Mensch. Dass ich nicht entscheiden kann. Ganz einfach. Ja, sein. Dass ich nicht entscheiden kann. Nein, es gibt ja Frauen, die sagen, das ist mein Kleid und es gibt kein schöneres, weil das ist das Kleid, in dem ich heiraten werde, weil das das Geilste ist. Und für mich gibt es einfach 100 Kleider, in denen die das Kleid werden, weil einfach es gibt so viele schöne Kleider. Das ist mein Problem und ich habe dann meine Kleider anprobiert und denke so, wow, geil. Und dann bin ich ein paar Tage auf Instagram und dann denke ich mir, okay, vielleicht das oder so oder anders. Und ich fühle mich einfach noch nicht so zu 100% so überzeugt. Und deswegen ist der Termin heute für mich auch nochmal ganz arg wichtig. Und ich habe ja noch ein paar Monate Zeit. Und von dem her fühle ich mich noch nicht unter Druck gesetzt. Und es wird heute gut werden. Ja, drückt mir die Daumen. Ich werde euch auf jeden Fall nochmal alles zeigen. Und mich werden auch meine Freundinnen begleiten, meine Trauzeugin und Carina und meine Mama wird kommen. Weil für meine Mama gucken wir heute auch schon für ein Kleid für die Hochzeit. Ha! Nervosität steigt. Meine erste Verstärkung habe ich gleich aus München mitgenommen. Hallo! Karinche ist mit dabei, die hilft mir heute. Genau, Julia bist jetzt auch gleich da sein. Mama kommt und ein Special Guest habe ich noch. Davon weiß nicht mal ich was. Nein. Meine Omi! Oh. Meine Oma hat nämlich gesagt, sie will unbedingt gucken und kommen. Und da kann ich natürlich nicht Nein sagen, da freue ich mich natürlich. Genau, und wir sind jetzt auch schon da. Hier, könnt ihr euch erinnern, da oben hier ist perlenweiß. Jetzt aber schwing die Hüften hier. Hallo Mamas. So, das Team für heute. Hallo. Seid ihr bereit? Ja. Mein Gott, das ist alles schon wieder so aufregend, jetzt wo ich hier bin. Ja, und wir sind jetzt hier aber als allererstes stehen geblieben hier bei diesen Kleidern.
nicht Brautkleider, also nicht für mich, sondern das sind hier Bridemaids-Kleider. Und da dürfen sich meine Mädels dann schöne Kleider aussuchen. Ja, ich habe ziemlich viele Bridemaids und ich will, dass sie alle ganz toll aussehen. Ich habe mir auch gesagt, ich will nicht, dass jeder das gleiche Kleid anzieht. Das machen ja auch ganz viele auf den Hochzeiten, weil ich finde, dass jeder sich individuell anziehen kann und sich halt dann auch auf der Hochzeit schön fühlt. Ja. Ihr dürft auch funkeln und glitzern. Ihr müsst euch nur an gewisse Farben halten, das wisst ihr. Kein Grün. Achso, nein, ich habe gedacht, du bist hier bei den grünen Farben. Wow. Nein, also die Mädels werden so alle in diesen Farbton gekleidet sein. Oh, das sind schon viele schöne Kleider. Oh. Mensch, ihr findet da was? Auf jeden Fall. Natürlich. Was für eine Frage. Wow. Dürft ihr auch gleich mal durchgucken. Für Mama müssen wir auch nachher schauen. No! Verstärkung kommt. Hallo, Mami. Hi. Hallo. Und mein Special Guest des Tages. Meine Omi. Jetzt geht es los. Rebecca hat alles aufgebaut. I'm ready. Na dann, fang mal hier an zu richten. Was passiert hier? Oh, Mama! Wow! Oh, Mami, du siehst schön aus. Ja, aber so das Rot steht dir sehr gut. Sehr, sehr gut. Jetzt stell das mal in der hellen Farbe vor. Oh, meine schicke Mami hat einen Booty, ey! Voll krass, das sieht voll gut aus, ey. So, währenddessen wir hier ordentlich schminken, hat uns hier jeder verlassen und die probieren schon Kleider an. Und meine Mutter hat jetzt schon das zweite Kleid an. Und ja. Oh, Mama! Wow! Du heiße Schnitte! Boah! Das sieht mir auch richtig toll aus. So, lass dich mal. Ja, aber den BH muss halt dann ausziehen. Wow. Ja, die probieren hier weiter an und ich finde es voll schön, dass meine Mutter schon vielleicht auch schon ihr Kleid gefunden hat. Natürlich muss da dann noch hier und da was gemacht werden von der Schneiderin, aber ich fand aber das Rote finde ich fast schöner an ihr. So, wir klauen jetzt Sarahs Kamera und gehen mal Kleider anprobieren. So, Jüchen, ja, lass uns das Kleidchen aussuchen. Also, wir haben hier eine bestimmte Farbe, die zur Auswahl steht, und zwar ist das alles hier rosa Blush, ja, so ein schmutziges Rosa. Und hier gibt es tolle Kleider. Zeig mal dein Favorit. Julia hat schon eins. Wow, wunderschön. Das sieht so schön aus. Das wird jetzt die Julia auf jeden Fall anprobieren. Auf jeden Fall, ganz, ganz, ganz sicher. Oh, ich glaube, meins hängt sogar da hinten, habe ich schon eins gesehen. Genau. Es ist so ähnlich, aber nicht ganz, oder? So ähnlich, ja. Aber das andere war noch ein Tick schöner. Egal, was ihr anziehen werdet, werdet ihr wunderschön ausschauen. Das weiß ich jetzt schon. Nee. Also Carina hat ihr Kleid an. Wow. Hey, wie schön das ausschaut, Maus. Wow. Das sieht richtig, richtig toll aus. Oh! Oh! Oh. Wow. Mama, schau mal meine Mädels an! Oh. Ja, sehr schön! Wow! Sieht Hammer aus! Ja. Stellt euch mal nebeneinander! Boah, ey, das wird so schön ausschauen! Hallo, Sarah! Voll toll! Oh, schön! Schau mal, wie das richtig gut das passt! Ja! Verschiedene Töne, aber wir sind ein Farbskalor sozusagen! Ja. Boah, und dann komme ich als Braut. Das ziehe ich jetzt gleich an. Yeah! Wir haben jetzt mal einen Look geschminkt. Das ist jetzt noch nicht der finale Look, wie es dann an der Hochzeit sein wird. Aber wir probieren einfach mal aus. Und ich will jetzt einfach, wenn ich die Kleider nochmal anprobiere, einfach so gerichtet sein. Aber ich mag die Farben an den Augen richtig doll. Und wenn die Sonne scheint, was es tun wird, dann wird das gut ausschauen.
Es wird nicht regnen. Das sieht wunderschön aus. Jetzt warten wir ab, bis die Haare fertig sind. Bis sie durchgekämmt sind. Ja. Unsere Braut. Ja, schau mal meine Schuhe an. Wow. Gell? Bis Hammer auf den hässlichen Nagellack, der wird natürlich noch runterkommen. Aber ich finde, das sind potenzielle Schuhe, die in Frage kommen könnten. Sehr, Film sehr, den mal sehr ohne schön. Meinen hässlichen Fuß hier. Da, guck okay, mal, da Moment. Steht muss einmal ohne den Fuß zeigen. Nein, aber die sind wirklich sehr, sehr schön. Ja. Traumhaft schön. Und auch die haben einen bequemen Absatz. Schau mal, einen schönen Brautabsatz, mit dem man vielleicht besser laufen kann wie mit einem Pfennigabsatz. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und die sind jetzt hoch, aber nicht zu hoch. Genau. So kann ich heiraten. Die kennen wir gar nicht aus. Kann man auch machen. Ding, ding, ding. Sprung. Oh. Wow. Schau mal, wie schön. Echt schön. Also meine Haare sitzen und wir probieren jetzt mal die Kleider an oder die Looks auch mit offenen Haaren und dann machen wir die auch mal zu und probieren einfach mal ein bisschen aus. Aber ich fühle mich schon sehr, sehr wohl. Wow. Danke, Rebecca. Gerne. Wow, ist das schwer. Oha. Oh. Krass. Oh Gott, wir sind so viele Mädels und alle machen irgendwas. Ja. Ich kann dir gar nicht sagen, wie aufgeregt ich bin. Das ist ganz voll gut. Komisch. Nein, das ist gut. Nein, das ist gut. Schau mal. Oh, Sarah, du wirst so schön aussehen. Egal welches Kleid das wird. Ist auch neu, ne? Ja. Auch schön. Auch schön. Ja, Oma, du willst gar nicht wissen, wie es letztes Mal gelaufen ist. Ja. Da haben wir, glaube ich, 20 Kleider anprobiert. Und ich glaube, heute werden es so. 2 Stunden. Strength and show me your weakness. We're in this together now. We're in this together now. Give me your love and tell me your secrets. 'Cause we're in this together now. Yeah, we're in this together now. Eigentlich wollten wir nur die Kleider anprobieren, die wir schon ausgesucht hatten. Und jetzt hängen hier wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6 neue Kleider, die wir anprobieren werden. Ah, da hinten hängen nochmal welche. 7, 8. Oh mein Gott, ich bin echt schlimm, Leute. Aber die sind alle so schön. Ich kann es gar nicht sagen. Es ist einfach traumhaft. Dann würde ich mal sagen, lasset die Spiele beginnen. Seid ihr bereit hier? Alle bereit, 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 bereit. Ja, okay, los geht's. Wir haben jetzt gerade richtig, richtig schöne Instagram-Bilder gemacht. Ja. Und schaut mal, was bei mir draufsteht hier. Sieht man das? Moment. Was steht da drauf? The Bride. Und was steht bei euch drauf? Bridemaid. Oh, das ist so schön. Du auch hier. Yeah. Wir haben jetzt gerade die Kleider anprobiert, die ich schon ausgesucht hatte und noch andere anprobiert. Auf jeden Fall bin ich jetzt sicher und ich habe meine Kleider für unsere große Hochzeit 2019 und ich fühle mich so gut und das ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung und jetzt kann ich es einfach nicht mehr abwarten. Es ist einfach so unglaublich, unglaublich ein tolles Gefühl. Ich habe jetzt auch ganz bewusst die Kamera ausgelassen, um die Momente einfach wirken zu lassen und die haben gewirkt. Ja, und jetzt noch einmal finale Anprobe und dann geht's zurück nach Hause und schaut mal, was ich anhabe. Eins meiner ersten Bisse heute. Ich habe es nicht geschafft, irgendwie nur annähernd an Essen zu denken. Ja, mega happy. Wir fahren jetzt nach Hause. Ich fahre jetzt noch die Carina nach Hause und dann zeige ich euch meine aktuelle Abschminkroutine, weil ich habe ein richtig geiles Make-up drauf und da kann man es perfekt zeigen. Genau, und dann sehen wir uns gleich, wenn wir zu Hause sind. Ja, wollte ich nur sagen. Jo.
Ich habe ein Kleid, ja, in dem ich dich heiraten werde. Finally! Ja, ich hab's. Ja. Du kannst dich freuen, es wird dir gefallen. Ein Selfie? Ja. Mhm. Es wird wunderschön. Ja, 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 das sowieso. Jetzt kann ich noch abwarten. Wissen wir, was wir noch warten? Carina ist jetzt nach Hause gegangen und Mia ist jetzt im Bett. Und jetzt kommt mein wunderschönes Make-up runter und ich sag euch, das hält so gut und das ist jetzt mittlerweile auch schon 10 Stunden drauf. Wie ich das Make-up runter schminke, das zeige ich euch jetzt, weil das ist ganz, ganz einfach. Und ich zeige euch auch, weil diese Locken, von denen habe ich jetzt auch noch ganz viele Tage was, die binde ich jetzt auch zusammen, bevor ich ins Bett gehe. Und da gibt es auch eine spezielle Technik, damit die am nächsten Morgen noch genau so aussehen wie jetzt. So, ich zeige euch jetzt mal die Produkte, die ich jeden Abend verwende. Und zwar sind das diese vier gerade, die sind perfekt für eine Abendroutine. Einmal hier Sarah's Choice, das ist übrigens mein Abschminköl, das ich in der Zusammenarbeit mit Hello Body machen durfte. Danach verwende ich das Coco Fresh, damit tue ich mein Gesicht reinigen und waschen. Das zeige ich euch auch gleich. Oh, voilà. Und dann habe ich hier Aloe Tonic. Das ist übrigens das neue Reinigungswasser von Hello Body. Dazu werde ich euch aber auch gleich mehr erzählen. Und als Creme, die ist auch neu bei Hello Body, Aloe Night Face Cream. Ich binde jetzt mal meine Haare zusammen und zwar kopfüber. So. Genau, und dann sieht man auch gleich, dass die Haare sich so in eine Richtung legen, also meine Locken. Seht ihr das? Und das, den Haargummi binde ich jetzt genau so hier und dann gibt es nämlich keine neuen so Schlaffalten in den Haaren. Also ich binde das genau da rein und wenn ich morgen meine Haare wieder aufmache, sehen die exakt so aus wie heute. Seht ihr das? Genau, das ist immer so ein Tipp, wenn man Locken hat, also so die Locken, wie ich jetzt hatte, genau. So, und dann schminke ich mich ab und das ist ganz einfach mit dem hier, Sarah's Choice. Und übrigens, bevor ich jetzt anfange, wollte ich euch noch sagen, dass ich euch einen mega geilen Code habe für Hello Body. Und zwar bekommt ihr, haltet euch fest, bis Ende März, ja, bis Ende März, 25% auf alles, auf das gesamte Sortiment von Hello Body. Und der Code ist, passend zum heutigen Video, Sarah Wedding. Ich packe euch nochmal alle Infos unten in die Infobox, also schaut da auf jeden Fall vorbei. Da findet ihr nochmal den Code und die Homepage, wo ihr dann direkt zu Hello Body kommt. Genau, und ich habe jetzt hier das Öl und ein Wattepad. Und das Wattepad macht man ein bisschen nass. Und dann reichen wirklich 1 bis 2 Spritzer reichen. So, seht ihr das? Genau, hoppala. Und davor tue ich jetzt auch die Wimpern ab. Die gehen übrigens immer ganz leicht ab. So. Und jetzt kann man ganz einfach das Augen-Make-up entfernen. Das war jetzt allein nur an einem Auge. Ich gehe immer noch über das ganze Gesicht drüber, damit ich die groben Make-up-Reste noch entfernen kann. Und das geht auch übrigens mit dem Augen-Make-up-Öl richtig, richtig gut weg. Schaut das mal an. Ja, und damit die restlichen Make-up-Rückstände auch noch weggehen, nehme ich das Coco Fresh Reinigungsschaum. Davor Gesicht ein bisschen nass machen. Und dann den Schaum hernehmen und einfach alles ganz gründlich waschen. Und das mache ich wirklich jeden Morgen und jeden Abend benutze ich diesen Reinigungsschaum. Also der ist wirklich mega geil. Jetzt benutze ich dieses neue Reinigungswasser von Hello Body, Aloe Tonic. Und es ist eigentlich ein flüssiges Peeling und entfernt alle toten, abgestorbenen Hautschüppchen und bereitet die Haut perfekt auf die Pflege vor, also damit die halt dann auch die Feuchtigkeit sehr gut im Anschluss aufnehmen kann. Ja, und das trage ich auch so auf ein Wattepad auf und damit gehe ich dann komplett über mein Gesicht. Ich merke direkt, wie die Haut arbeitet. Es kann auch sein, dass die Haut danach ein bisschen rot wird, aber das ist nicht schlimm. Genau, und jetzt tue ich die Feuchtigkeitscreme auftragen und diese Creme, die spendet richtig viel Feuchtigkeit und ist wirklich die passende Pflege dann auch zum Reinigungswasser.
Die neue Aloe-Linie von Hello Body ist wirklich super, super zum Empfehlen. Und da gibt es auch noch eine Tagescreme und die spendet übrigens auch sehr viel Feuchtigkeit und ist sehr angenehm und ist ein bisschen dünner und leichter noch wie die hier. So, ihr könnt mal sehen, so sieht meine Haut jetzt aus, 5 Minuten später. Und da sieht man, wie die Haut gereinigt wird. Das ist wirklich so eine richtige, tiefe Porenreinigung. Wie gesagt, testet die Produkte, wenn ihr die noch nicht kennt, oder holt euch Nachschub. 25% mit dem Code SARAWEDDING. Und wie gesagt, unten in der Infobox findet ihr alle Informationen. Wir haben es geschafft und wir liegen endlich im Bett. Und die heutigen Grüße gehen raus an Sandra Rader. Ganz liebe Grüße von uns an dich. Wenn du auch gegrüßt werden möchtest, ganz einfach und wichtig, Kanal abonnieren und unten kommentieren mit Hashtag Team Harrison. Und dann hoffen wir, dass euch das Video gefallen hat. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Kommentar und ein Abonnement. Und dann sehen wir uns die Tage wieder.